Hallo zusammen und willkommen. Wahrscheinlich schenkst du deiner Zunge im Alltag nur sehr wenig Beachtung. Dabei ist sie eines der wichtigsten Körperteile. Wir verraten dir in unserem heutigen Video, was deine Zunge alles kann und was über deine Gesundheit verrät. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Ohne deine Zunge wäre dein Leben nicht dasselbe. Kaum jemand schenkt der Zunge die Beachtung, die sie eigentlich verdient. Mache dir einmal bewusst, dass du ohne deine Zunge weder sprechen noch essen könntest. Nur mit deiner Zunge und den Geschmackspapillen kannst du süß, sauer, salzig und bitter unterscheiden. Funktioniert deine Zunge nicht richtig, schmeckst du gar nichts oder der Geschmack ist stark verzerrt. Die Zunge ist also ein wichtiges Sinnesorgan. Sie ist von vielen Nerven durchzogen und reagiert sehr sensibel auf Veränderungen in deinem Körper und in deinem Verdauungssystem. Vielleicht kennst du das. Wenn du mit einem fiebrigen Infekt zum Arzt kommst, musst du immer deine Zunge zeigen. Sind auf ihr Belege zu sehen, weiß dein Arzt, um welche Art von Infektion es sich handelt. Doch die Zunge kann dir auch im Alltag allerlei über dich und deine körperliche Gesundheit verraten. Nummer 1. Der Zungenbelag. Ein gelblich-weißer Belag ist ein deutlicher Hinweis für ein Ungleichgewicht der Galle. Vermutlich ist die Abgabe der Gallensäfte ordentlich aus dem Lot geraten und aufsteigende Säure verursacht Belege. Iss in diesem Fall unbedingt mehr basische Lebensmittel und steige am besten für 2 bis 3 Tage auf Schonkost um. Nummer 2. Zahnabdrücke. Schau dir deine Zunge im Spiegel an. Siehst du unregelmäßige Flecken oder Dellen an den Seiten? Sie können wie Abdrücke von einem Backenzahn aussehen. Dieses Phänomen kann zusammen mit einer Schleimbildung im Rachen auftreten. Schuld ist in diesem Fall eine nicht einwandfrei funktionierende Verdauung. Die Nährstoffe in deinem Essen werden nicht richtig absorbiert. Nummer 3. Kleine weiße schmerzende Stellen. Eine kleine Papille deiner Zunge ist weißlich, blass oder rot geschwollen und tut plötzlich höllisch weh? Viele Menschen halten das für einen Zufall. Doch dahinter steckt ein deutlicher Hinweis, dass du einen Mineralstoffmangel hast. Nummer 4. Kleine Risse. Feine Risse in der Zunge sind recht häufig. Größere Rillen und Linien weisen jedoch auf eine Störung im Dickdarm hin. Hast du einen Vitaminmangel und steht es insgesamt schlecht mit deiner Verdauung, bilden sich im Dickdarm giftige Säuren. Die erreichen über das Flüssigkeitsnetzwerk deines Körpers schließlich auch deine Zunge. Nummer 5. Schleim im Mund. Reizungen der Speiseröhre und des Rachens sorgen für eine übermäßige Schleimbildung. Der Schleim soll eigentlich dabei helfen, die Entzündung zu reduzieren und Fremdstoffe aus dem Rachen zu entfernen. Das Phänomen wird auch durch Rauchen, Alkohol, zu salziges oder zu fettiges Essen gefördert. Nummer 6. Ein bitterer Geschmack im Mund. Ein bitterer Geschmack weist entweder auf das Vorhandensein von Galle, Entzündung oder Geschwüren in tiefer gelegenen Teilen des Gastrointestinaltraktes oder Wunden im Mundraum hin. Du könntest das ein oder andere Zeichen an dir selbst bemerken oder suchst nach einer Lösung? Neben einer insgesamt ausgewogenen und gesunden Ernährung solltest du deiner Verdauung helfen. Das tust du, indem du immer ausreichend klares und stilles Wasser trinkst. Iss genug frisches Gemüse und Obst. Verzichte auf Fastfood und zu viele Genussgifte wie Alkohol oder Kaffee in großen Mengen. Daneben solltest du deinen Körper von Giftstoffen befreien. Die indische traditionelle Heilkunst Ayurveda kennt eine ganz einfache Entgiftungskur für den Mund- und Rachenraum. Und das ist das Ölziehen. Dazu nimmst du am besten etwas Sesamöl aus der asiatischen Küche. Nimm einen Esslöffel und bewege ihn in deinem Mund auf und ab. Ölziehen heißt die Kur deswegen, weil du das Öl immer wieder zwischen den Zehen durchziehen musst. Nach 2 bis 3 Minuten hat das Öl gemäß der ayurvedischen Heilkunst schon eine große Menge Giftstoffe aus deinem Körper entfernt. Zeigt deine Zunge alle beschriebenen Auffälligkeiten, solltest du das Ölziehen täglich in deine Körperpflege einbeziehen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.